Dann fangen wir an mit einem Vertreter des Faches Biologie. Er kommt aus dem wunderschönen Münster zu uns, ist dort Dozent an der Uni und sein Thema heißt Versäumnisse der Evolution. Und was sich dahinter verbirgt, das erklärt er uns jetzt. Hier ist für euch Dr. Harald Kuhlmann. Ja, dann mache ich mal den Anfang. Hallo zusammen. Ich bin Evolutionsbiologe. Und als Evolutionsbiologe, da fällt mir immer wieder auf, dass es doch eine ganze Reihe von Leuten gibt, die, ich möchte mal sagen, eher unscharfe Bild davon haben, was Evolution ist, was Evolution kann, was sie nicht kann, wie sie abläuft und auch welche Möglichkeiten Evolution hat und welche nicht. Und wenn dann diese Leute irgendwas beobachten, was nicht ihren Vorstellungen entspricht, dann interpretieren die das gerne mal als einen Fehler der Evolution oder ein Versäumnis der Evolution. Ich möchte das mal in einem Beispiel einführen, was ich damit meine. Mich hat mal ein Freund nach unserer ersten gemeinsam durchlittenen Tanzstunde mit 16 gefragt, ganz enttäuscht, warum haben Frauen auf dem Rücken keine Brüste? Dann hätte ihm diese Tanzstunde deutlich mehr Spaß gemacht. Und da hätte die Evolution doch also durchaus eine Möglichkeit ausgelassen, was zu optimieren. Diese Frage wollen wir dann am Ende des Vortrags beantworten, warum die Evolution diese Chance ausgelassen hat. Die Evolutionstheorie, das ist eine der großen wissenschaftlichen Theorien, und die unser wissenschaftliches Weltbild begründen, mit anderen zusammen. Aber mit der Evolutionstheorie ist irgendwie, habe ich das Gefühl, was anders. Bei Evolution ist es so, dass jeder irgendwie eine Meinung dazu hat, beziehungsweise jeder denkt, er hat irgendwie verstanden, wie das funktioniert. Das ist anders als bei anderen naturwissenschaftlichen Theorien. Die Atomtheorie, da wissen wir alle, Materie besteht aus Atomen, aber wie diese Atome aufgebaut sind, wie die wechselwirken und was da passiert, das wissen Spezialisten, der Rest weiß nicht und es ist dem Rest egal, da hat er auch keine Meinung zu. Oder die Gravitationstheorie. Ja, wir wissen alle, es ist geschickter, das Handy in der Hand zu halten, als es fallen zu lassen, aber warum das jetzt auf den Boden fällt, wenn wir es loslassen, was da jetzt die Wechselwirkungen sind, was Gravitation ist, das wissen wir nicht. Reicht, wenn wir wissen, fällt hin. Ganz krass Relativitätstheorie. Ja, da hat jeder schon mal gehört, aber was die aussagt, wissen wahrscheinlich die allerwenigsten, ich auch nicht. Früher, ich bin Rheinländer, habe ich immer gedacht, Relativitätstheorie, das heißt, alles ist relativ, das geht immer drauf an. Der eine oder andere denkt auch vielleicht, es ist relativ wichtig, was man wann wo anzieht. Aber das ist eine andere Theorie, das ist die Stringtheorie. Was sind denn jetzt so die Fehlvorstellungen zur Evolution, die Leute haben? Der eine ist, dass Evolution ein Ziel hat. Also so eine klassische Aussage ist die Vögel haben Federn bekommen, um zu fliegen. Nee, klar, da haben sich vor 200 Millionen die Dinosaurier zusammengesetzt, haben gesagt, oh, fliegen, das wäre doch Schnafte. Lass uns mal Federn kriegen, dann können unsere Nachfahren in 50 Millionen Jahren fliegen. So ist das natürlich nicht gelaufen. Die Federn sind in einem anderen Kontext entstanden, vermutlich im Kontext der Wärmeisolierung der Körper. Und als die dann da waren, konnten Vögel die nutzen, um damit zu fliegen. Dieses Argument ist entstanden, das ist so ein bisschen so, können Sie sich vorstellen, wie wenn wir sagen würden, Katzen sind so süß geworden, um YouTube-Stars zu werden. Ne? Also Katzen sind süß, wissen wir alle, aber kein Vortrag ohne süße Katzen, oder? Aber natürlich sind sie nicht süß, um YouTube-Stars zu werden, sondern andersrum wird ein Schuh draus. Und bei der Evolution ist das auch so. Dann eine Vorstellung, alles hat einen Zweck. Alles, was da ist, muss auch einen Zweck haben. Vieles hat einen Zweck, sonst wäre es nicht evolviert, aber es gibt auch viele Merkmale, die keinen Zweck zu haben scheinen. Also nehmen wir mal ein bekanntes Beispiel, unsere Beinbehaarung. Mir fällt kein Zweck ein und mehr als die Hälfte der Menschheit fällt auch kein Zweck ein, sonst würden sie die nicht ständig wegrasieren. Ich weiß nicht, ob der Charme dieses Bildes sich bis ganz hinten ausbreitet. Oder ein anderes, um das mal zu überspitzen, dieses Argument, Karies. Wofür ist Karies gut? Karies ist für nichts gut, das ist ein Unfall. Also der hat keinen Zweck, sondern das passiert. Eine besonders romantische Variante dieser Vorstellung, dass alles für irgendwas gut ist, ist die Idee, dass alle Arten eine Aufgabe haben. Alle Arten sind für irgendwas da. Ich werde oft auf Exkursionen gefragt, Herr Kuhlmann, sagen Sie mal, wofür sind denn Zecken da? Oder wofür sind denn Mücken gut? Ja, für uns, für nichts, aber für Mücken sind Mücken sehr gut und für Zecken sind Zecken sehr gut. Fragen Sie mal diese Stallhühner, wofür Menschen gut sind. Da wird denen auch nicht viel Positives zu einfallen. Dann ist eine Einstellung, dass Evolution immer zur Perfektion neigt. Evolution macht perfekte Ergebnisse.
Jeder, der schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte, weiß, dass das nicht der Fall ist. Unsere Wirbelsäule ist nicht für den aufrechten Gang optimiert. Evolution improvisiert im Prinzip ständig. Was ich mit dem Perfekt nicht meine, ist jetzt mangelnde Ästhetik. Ja? Also natürlich gibt es bei den einen oder anderen Arten im Design Spielraum nach oben, wie hier diesen Blobfisch oder der Nacktmull. Das Ei-Ei, das ist auch so ein Tier, das wahrscheinlich nur die eigene Mutter schön findet. Aber gut, das liegt im Auge des Betrachters, das meine ich damit nicht. Wenn wir uns jetzt fragen, findet die Evolution keine optimalen Lösungen? Warum hat die Evolution kein Ziel? Warum kann sie das nicht haben? Dann müssen wir uns mal die Evolutionsmechanismen anschauen. Also anschauen, wie funktioniert Evolution. Und das funktioniert nach den vier Hauptevolutionsfaktoren, die heißen Gendrift, Selektion, Mutation und Rekombination. Die vier zu erklären, würde jetzt natürlich viel zu weit führen. Haben wir nicht die Zeit für. Ich muss zwei aussuchen. Nehmen wir den 50-50 Joker. Selektion und Mutation. Da habe ich Glück gehabt, das sind die beiden, die ich vorbereitet habe. Was ist Selektion? Selektion bedeutet, also ich habe erstmal Studenten gefragt, was sie meinen, was Selektion ist. Ich habe gefragt, so Leute, was verbindet ihr mit Selektion, mit dem Begriff? Und da kam zum Beispiel Survival of the Fittest, gerne von Sportstudenten genannt, dieser Begriff. Oder Struggle for Survival, in dieser Schreibweise auch gerne von Sportstudenten genannt. In beiden Begriffen steckt Kampf drin, da steckt Überleben vor allem als zentraler Aspekt in beiden drin. Das ist es aber nicht, worum es bei Selektion in erster Linie geht. Natürlich gibt es auch Kampf, natürlich ist Überleben, spielt eine Rolle, aber das ist nicht das Zentrale der Selektion. Schauen wir uns mal diesen V hier an. Dieser V mit diesem wunderschönen Rad, was der da aufschlagen kann, ein Männchen. Dieser V lebt natürlicherweise in Indien. In Indien leben Tiger. Dieses Rad ist nicht entstanden, um das Überleben zu verbessern von diesem V. Wenn so ein V kein solches Rad hätte, wären seine Überlebenschancen deutlich größer, aber er würde sich nicht fortpflanzen, weil die Weibchen nur Männchen mit einem wunderschönen Rad auswählen und der muss dieses Rad haben, damit er von den Weibchen gewählt wird. Wenn er 100 Jahre alt wird, aber keine Nachkommen hat, ist er in der Selektion raus, wohingegen einer, der nur 5 Jahre alt wird, aber mehrere Nachkommen hat, sich fortgepflanzt hat und die Gene in die nächste Generation weitergegeben hat. Also, wir merken, das ist eine der Take-Home-Message. Was ist Selektion? Selektion ist nichts anderes, als dass Merkmale, die zu mehr Nachkommen führen, in der nächsten Generation häufiger werden und Merkmale, die zu weniger Nachkommen führen, seltener werden. Das ist ein reiner Automatismus. Da kann man auch nicht sagen, da glaube ich dran oder glaube ich nicht dran. Das ist so. Also, was mehr Nachkommen hat, wird mehr. Und was weniger Nachkommen hat, wird weniger. Also, das Zentrale ist Reproduktion in der Selektion. So, und der andere Mechanismus, das war die Mutation. Mutationen sind, und da habe ich extra rot gemacht, zufällige Änderungen der Erbinformation. Ein Individuum oder eine Art kann nicht bestimmen, wann, wo, welche Mutation auftritt. Sondern Mutationen sind im Prinzip Unfälle. Eigentlich wollen Individuen keine Mutationen. Die können zu Krankheiten führen, zu Krebs führen, zu Schäden bei Nachkommen. Mutationen sind in der Regel nicht gut. Wir können uns das so vorstellen, wir haben ein Auto, wunderschönen neuen Golf, der läuft prima. Wir machen die Motorhaube auf und schießen da einmal mit der Schrotflinte rein. So ist Mutation. Ja, in den seltensten Fällen wird der Motor danach besser laufen. Aber ab und zu kann das passieren, dass wir so durch Zufall getroffen haben, dass er tatsächlich wirklich ein bisschen besser läuft. Natürlich wird da nicht aus dem Dieselmotor plötzlich ein Formel-1-Motor, sondern das kann in kleinen Schritten funktionieren, diese Änderungen normalerweise. In den meisten Fällen sind sie schädlich, in vielen Fällen sind sie auch neutral. In seltenen Fällen führen sie zu einer Veränderung, zu einer Verbesserung, zu etwas Neuem, was dann von der Selektion ausgewählt werden kann. Also, wir fassen das jetzt nochmal zusammen, was ich gesagt habe. Selektion ist die besten oder die Varianten, die zu den meisten Nachkommen führen, die am besten angepasst sind, weil die am besten angepasst sind, haben die meisten Nachkommen, diese Merkmale werden häufiger. Das ist aber die kann aber nur die Selektion ansetzen an dem, was schon da ist. Die kann nichts Neues machen. Selektion macht nichts Neues. Selektion kann nur das bewerten, was in einer Generation vorhanden ist. Keine neuen Merkmale. Neues entsteht nur durch Mutationen und das aber rein zufällig. Es ist Zufall, ob in einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Mutation überhaupt stattfindet.
und die Merkmale ändern sich meistens in kleinen Schritten. Also wir können das einfach so zusammenfassen, Evolution ist kein Wunschkonzert. Ja? Das läuft nicht dahin, wo man möchte, sondern es ist Zufall, was für Varianten dargeboten werden, aus denen dann die Selektion auswählt. So, und dann können wir jetzt meinem Klassenkameraden Folgendes sagen, warum haben die Frauen jetzt auf dem Rücken keine Brüste? Erstens haben wohl die richtigen Mutationen gefehlt. Kommt hinzu, dass, wenn das in kleinen Schritten passiert, so möchte man sich nicht vorstellen, wenn die unter den Armen angekommen sind. Und zweitens kann man durchaus bezweifeln, ob es einen Selektionsvorteil für Frauen darstellt, mit 16-jährigen Teenagern Foxtrot zu tanzen. Dankeschön. Dankeschön, Harald Kohlmann.